Eltern erzählt. Klappe! Die opfert? Weil Marlon sich so geschämt hat, was passiert? Nee, Klappe! Okay, jetzt... Ups. Was hast du nur getan? Problematisch. Es tut mir leid. Alles wird gut, ich verspreche es. Verdammt, hilf mir doch! Warum hast du das getan, Brody? Du solltest es doch nicht verraten. Bitte halte durch. Wie? Was soll ich tun? Bleib bei ihr. Hier unten ist irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten, oder? Erste-Hilfe-Kasten? Brody, ich bin's, Clem. Halt. Alter! Einfach still. Wer? Ich sehe nichts. Clementine, erinnerst du dich? Wir wollten zum Strand fahren und schwimmen und die Küste langfahren. Sonne. Clem, du bist in Gefahr. Du und auch AJ in Gefahr. Marlon bringt mich um, wenn ich rede. Er hat Angst. Und wenn er Angst hat, wird er wütend. Brody, wenn AJ in Gefahr ist, musst du es mir sagen. Alles ist so undeutlich. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ach, bitte, versuch es. Falls die Plünderer zurückkommen. Marlon meinte, er überlässt euch ihnen. Was? Damit sie weggehen. Wie er es mit Tanzschwestern getan hat. Brody. Nein. Was zum Teufel soll ich tun? Sie wird ein Monster. Er sperrt uns jetzt wirklich hier ein, oder was? Du Wahnsinniger, tu das nicht! Tut mir leid, ich kann... Alter... Ich kann nicht zulassen, dass du mit den anderen redest. Verdammt! Marlon! Hilfe! Oh, ist ein Riesenarsch, Alter. Da ist eine Lücke. Wenn ich etwas sehr Dünnes finde, könnte ich es hineinschieben und den Riegel anheben. In der Dunkelheit finde ich nichts. Okay, da liegt auf jeden Fall eine Taschenlampe. Ja. Taschenlampe. Schon und besser. Nimm der Ratte da. Komm, los. Renn schnell hin. Nein, Clemmy, lauf nicht so langsam. Oh nein. 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 Geht das schon los? Verwandeln die sich so schnell? Komm, ein bisschen mehr Zeit muss schon sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, jetzt wird die Scheiße auch mal gruselig. Ist das ein... Ja, ein Lineal. Nimm es. Ja, perfekt. Oh Gott. Oh nein. Oh, bitte nicht doch. Brody, fand ich immer total cool. Ja, mach entspannt. Lass dir... Ach. Scheiße. Scheiße. Das ist richtig cool gemacht gerade. Also wirklich. Wie? Nein. Nein. Ah, so, die Abschlussarbeiten der 10. Klasse liegen auf ihr. So, schnell, hindurch. Beeilung, 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 Granny, beeil dich, keiner, los! Mach schnell! So, komm, jetzt müssen wir uns beeilen. Komm schon! Ach, wie will sie denn da jetzt rauskriegen? Nein, lass doch die Kinder eigentlich fallen, los, schnell, nimm mit! Oh nein, oh nein! Los, mach hin, Clemmy, mach hin! Mach doch irgendwas! Kuh, schnell, Kuh! So, wir haben's offen. Schnell! Beeilung, Clemmy! Beeil dich! Nein! Oh. Oh.
Gott. Brody, sorry, aber tut mir leid, aber tut mir leid. Was soll ich sagen? Jetzt ist es. Alter, die Taschenlampe wird immer roter. Boah, das war eine krasse Szene, Alter. Boah, das war krass. Alter, cool inszeniert, wirklich cool inszeniert. Eklig, aber cool. Boah, die rote Taschenlampe, wie krass sieht das denn bitte aus? AJ, leg die Waffe weg. Haltet mir diesen Psychoverbleib! Wo ist sie? Sie ist im Keller, sie hat Brody ermordet. Was? Okay, die Scheiße eskaliert jetzt hier gerade richtig. Hast du Blut im Gesicht? Warum, ja, Brody? Hast du es gesehen? Ist sie jetzt ein Weißer? Du erzählst Scheiße, Marlin! Clem! Du hast Brody ermordet! Du hast dir den Schädel gespalten! Das ist eine Lüge! Du hast sie getötet! Was zum Henker ist hier los? Ihre Hände! Das ist Brodys Blut! Ja, sie hat sich verwandelt. Sag es, Clemmy. Meine Güte, Klaas, hast du getan? Nein! Wir haben sie gerettet! Niemand sonst hätte es getan! Wir haben ihnen Essen gegeben, einen Ort zum Schlafen. Und so danken sie es uns mit gezückten Waffen und morgen nicht mit uns! Marlin! Lasst raus euch die Meine Güte! Wenn du mich erschießt, was bietest du dann deinen Plünderer-Kumpan an, wenn sie kommen? Wovon zum Teufel redet sie? Er tut es nicht, weil er uns lebendig halt braucht. Halt die Klappe! Brody meinte, Marlin wollte mich und AJ den Plünderern übergeben, damit sie euch nichts tun. So wie er es mit Sophie und Minnie gemacht hat. Plünderer? Halt Gott. Die Fresse, Clementine! Lass sie reden! Brody hat mir die Wahrheit gesagt. Deshalb hat Marlin sie getötet. Oh, ach, komm schon, verdammt! Sie sind nur auf Plünderer gestoßen, weil Clem unbedingt zum Bahnhof wollte. Was für ein Zufall, oder? Schade, dass ich nicht an Zufälle glaube. Wisst ihr nicht mehr, wie viel Angst wir hatten, als die Erwachsenen uns verlassen haben? Ich habe uns neuen Mut gegeben. Wem von uns glaubt ihr, hä? Ja, dem mit dem Blut im Gesicht, wisst ihr? Und darf oder mir? Eurem Freund! Sie hat uns Essen besorgt. Was nützt Essen, wenn Außenseiter kommen und es wegnehmen? Violet, du musst mir glauben! Musst du nicht! Du kennst sie erst seit 2 Tagen! Ich kenn dich nicht, Clem. Nicht wirklich. Tut mir leid. Ich soll also sterben und du wusstest auch nicht. Das bist nicht du. Du bist nicht schwach. Hört bloß nicht auf sie. Alter, du musst irgendwie jetzt hier die Kuh vom Eis kriegen, Alter. Was würde Minnie von dir erwarten? Sie war auch meine Freundin. Und Brody auch. Alter, muss theoretisch muss er voll mit Blut sein. Irgendwie nicht nur im Gesicht. Scheiße. Wir werden uns sicherer fühlen, ja, sobald ich abdrücke. Ich das wirklich glauben? AJ, lauf. Wenn du dabei gewesen wärst, als die Plünderer kamen, hätte er dich auch aufgegeben. Ja, jetzt wurde der richtige Knopf, der gedrückt wurde. Violet stellt sich quer. Oh, Überraschung. Nimm die Waffe weg. Jetzt. Wir regeln das anständig. Waffe runter, Marlin. Sei vernünftig. Ihr kapiert es nicht. Ihr kapiert gar nichts. Oder? Ich will euch beschützen! Sagt der Mann mit der Waffe. Ey, ich bin froh, dass wir sie haben. Nehmt mal Kippe los, hält euch alle an. Einzelnen von euch! Er lügt! Ich weiß nicht, was ich
wichtig euch ist. Euch nicht beschützen. Ihr seht doch, was Brody passiert ist. Sophie, Minerva, schützen wirst du denn nicht? Deine verdammte Klappe! Es war richtig so. Ich habe jedem in dieser verdammten Schule das Leben gerettet. Und ich würde es genauso wieder tun. Wie bitte? Wusste nicht, dass wir so überflüssig sind. Du meintest, sie sind tot. Ich musste doch euch andere retten. Du hast sie verraten. Warum hat er das getan? Ich hab ihm vertraut, Marlin. Und sie auch. Weil er ein Feigling ist. Ich wollte sie holen. Irgendeine Rettungsaktion starten. Ehrlich, Ten, aber ich konnte nicht. Ich hatte Angst. Und du hast Brody getötet, weil sie es wusste? Ich wollte es nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte euch alle retten. Sophie! Minerva! Ich wollte ihn nicht wehtun. Scheiße, ich dachte, nein, ich dachte, er nimmt die langsam weg und so entspannt runternehmen. Oh! Oh, scheiße. Oh, was wir mit dir machen sollen. Wenn wir ihn jetzt wegschicken, okay. Irgendwie kommt er bloß mit irgendwelchen Pennern wieder. Okay. Irgendwie. Du hast gewonnen. Ich kann nicht. Oh, Ten. Hundertprozentig Ten. Ich wusste es. Nein, AJ. Warum? Was? Hab auf den Kopf gezielt. Oh. Nein. Alter. Oh, what? Oh Gott. Oh, was war denn das bitte für eine erste Episode? Thousands of tears later. Die Frage wäre auch gewesen, hätten wir mit AJ, hätten wir quasi den Typen erschossen, irgendwie, der uns beklaut hat? Wir haben ja bloß eine Kugel gehabt. Hätten wir denn eventuell ja nicht irgendwie auf Marvin schießen können? Was? Entscheidungen über Entscheidungen. 257 Variona, grüß dich, hi. Es geht genau jetzt weiter. Rise and shine. Okay, AJ ist schon ein bisschen am Kochen. Mhm. Was gibt es heute? Ich hab dir Kaffee gemacht. Oh, vielen Dank. Es war in der Küche. Ten sagte, ich kann mir was nehmen. Ich habe nichts gestohlen. Danke dir, mein Kleiner. Das waren keine Kaffeebohnen, es waren Hasenkötel. Wie toll. Bin überrascht, dass du noch weißt, wie das geht. Wir hatten schon lange keinen Kaffee mehr. Du gießt heißes Wasser rein. Da hast du recht. Danke. Letzte Nacht. Mit Marlin. Ich habe Louis gehört, wie er mich genannt hat.
Mörder. Bin ich ein Mörder? Naja, ist halt schwierig. Also die anderen werden uns jetzt auf jeden Fall nicht mit offenen, vertrauensvollen Armen entgegenkommen. Du meine Güte! Mist, wir haben Medizin. Im Krankenzimmer. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Er hat seinen Kopf weggeblasen. Du hast ihn erschossen. Er ist tot. Du bist ein Mörder. Marlon, er lag am Boden. Du hattest ihn besiegt. Was zur Hölle hast du dem Kind beigebracht? Ja, ne, aber komm, jetzt hör auf, ey. Luis hat mich einen Mörder genannt. Aber wir müssen doch die Bösen umbringen. Die Monster. Gerade haben sie nochmal einen Finger auf den gezeigt, weißt du, so, oh, wie hier, Verräterschwein. Marlon sei böse. Marlon hat das verdient. Was du getan hast, war falsch. Luis tanzt aus der Reihe. Er hat immer mehr Lügen erzählt. Marlon hat es verdient. Du hast richtig gehandelt. AJ. Du hattest keine Wahl. Absolut. Marlon war ein Monster. Ja. Luis versteht das nur noch nicht. Du warst im Recht. Ich war im Recht. Was sollen wir machen? Gute Frage. Dein Verhältnis zu AJ hat sich verändert. Jan, entspannt euch jetzt mal alle. Du brauchst jetzt ja nicht so die Fäuste zu ballen. Meine Fresse, ist das laut. Weg mit euch! Alle! Ah, schön. Du hast Marlon beruhigt, aber dann haben sie ihn ermordet! Nimm AJ, geh rein! Los, gehen wir. Ach, wir lassen sie in den Schlafsaal zurück? Und was passiert nächstes Mal, wenn wir was tun, was dem Vogel nicht gefällt? Dürfen wir auch eine Kugel erwarten? So ist das nicht passiert! Es ist genau so passiert! Es war vorbei, bis der kleine schießwürdige Kerl sich anders entschied. Hallo? Nein, das würde er nicht tun. Er tut niemandem weh. Hallo, Marlon hat noch irgendwie seine Freundin... Das war... Marlon hat uns bedroht. AJ hat zuerst die Waffe auf ihn gerichtet. Mörder. Schon kapiert, Luis. Und Verräter. Lass gut sein, okay? Also, lass gut sein? Im Ernst? Sind wir nicht so arm jetzt hier? Gehen wir. Clem. Die sollen mich nicht Monster nennen. Die hatten Angst vor mir. Dabei war doch Marlon der Böse. Genau. Ich bin nicht furchterregend. Nein, bist du nicht, mein Kleiner. Ich bin kein Monster. Das werden wir beweisen. Furchterregend sein hat auch sein Gutes. Ich hab das Monster gestoppt. Sie sind zu nachgiebig. Ich weiß das. Wir müssen es nur noch den anderen beweisen. Ich sag ihnen, dass sie falsch liegen. Sie verstehen es, wenn man es erklärt. Ah, AJ, so, muss wieder eine Entschuldigungsrunde machen, erklärst. Oder wie? Ah. AJ, setz dich zu mir. Wir müssen uns für nichts entschuldigen. Du hast mich und sie vor dem Monster gerettet. Das verstehen sie. Hat's. Ganz bestimmt. Verdammt, jetzt helft mir endlich mal! Er hat dich aus dem Wrack befreit und du ermordest ihn? Verschwinde mit! Hau ab! Oder was? Na, nimm dein Popiertmesser weg, mein Freund. Will er Dolchfächer machen? Dass er mich auch tötet? Aber sofort. Leckt mich doch beide. Sorry, muss ich jetzt mal ganz intuitiv machen. Also geht ja nicht. Ey, der hat seine Freundin im Keller erschlagen. Der hat zwei von ihnen. Was ist denn? Du hast viele Leute getötet. Einfach verkauft. Hast du deinen Freund Lee umgebracht, weil er ein Monster war? Und wir sind jetzt hier Provokateure. War es Mord, als du ihn erschossen hast? Was? Wen? Du wagst es mich zu fragen, das war... Oh, ich hab keine Ahnung. Er wollte es, damit er sich nicht verwandelt. Aber ich wünschte... Wenigstens? Ich wünsche mir so sehr, ich hätte das nicht tun müssen. Ja, das ist da d'accord. Ich wünschte, ich hätte es nicht tun müssen. Danke, Vajona. Danke, Ich liebe dich, Clem. Oh. Ich liebe dich auch. So, okay. Ich brauche anscheinend keinen Kaffee, ich brauche Taschentücher mit mir. Na, er ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Hey. Violet sagt, ich soll euch abholen. Zur Beerdigung. Wirklich? Davon hatten wir mal mehr. Irgendwann hörten wir aber auf. Es fühlt sich jedoch richtig an. Ich hab was für dich. Für mich? Ah, ich dachte, Figur. Du würdest dich nicht trauen, weil alle sauer sind. Du warst letzte Nacht sehr mutig. Wie ein Feuerwehrmann. Papa Steve. Was ist das? Zeichnungen für Marlon und Brody. Das sind Dinge, die sie haben wollten.
Ich leg sie auf ihr Grab. Die brauchen sie nicht. Ist schon erstaunlich, wie viel Größe du haben musst als der kleine Junge. AJ, deswegen macht man das ja nicht. Verschwendung. Das ist nett, Ten. Eine süße Idee, Ten. Die werden auf den Gräbern schön aussehen. Obwohl Marlon das mit seinen Schwestern gemacht hat. Viel Spaß mit dem Feuerwehrmann, okay? Können wir später mit ihnen spielen? Er beschämt uns alle. Nach der Beerdigung. Sie wurden schon begraben. Weih fängt bald an. Bis später. Okay, weil, also, was auf jeden Fall passieren wird, diese Plünderer werden hierher kommen. Das ist so, steht so fest wie das Arme in der Kirche. Bringen wir es hinter uns, ohne jemanden zu verärgern, okay? Gut, ich versuche es. So, okay, gut. Herr Junger, du kannst ja mal hier irgendwie eine Umfrage raushauen, irgendwie, ob wir das schaffen werden, diese Beisetzung über die Bühne zu bekommen, ohne jemanden zu verärgern. So, ich nehme mal einen Schluck von köstlichen Kaffee. Ah, verdammt guter Kaffee. So, platziere den Feuerwehrmann. Okay, wir können... AJ, wo ist das Spielzeug, das Ten dir gegeben hat? Stellen wir es zu unseren anderen Sachen. Unser Zimmer noch ein bisschen pimpen. Ich mag unsere Sachen. Actionfigur. So. Da muss ich jetzt mal ganz kurz mal eine Lanze mit allen Leuten brechen, die sich irgendwie solche Sachen ins Zimmer stellen. Ich habe sowas auch zu stehen. Ich habe hier zum Beispiel hier den Vater von Fallout zu stehen, von Far Cry zu stehen. Ich habe hier zum Beispiel den hier. Ja, aus Fallout und so weiter und so weiter. Ja, und es gibt tatsächlich Menschen, die gucken das an und sagen, was ist denn das für eine Puppe? Hallo? Das sind... mega coole Actionfiguren, das sind nicht Puppen. Müsstet ihr sowas auch schon mal irgendwie thematisieren zu Hause? Black War! Begrüßung! So, warte mal, was wollen wir machen? So, wir können uns jetzt hier nochmal ein paar Bilder ankicken. Betrachtet Sensation. Sehen gut aus zusammen. Sehen gut aus zusammen. Findest du seine besser? Nein. Ich mag beide. Du machst sehr, sehr hübsche Bilder, AJ. Mach dir jetzt mal keinen Kopf. So, ich glaube, das war's jetzt. Warum? Können wir noch ein Cappy nehmen? Nein, kann ich nicht. Son Goku. Okay. Ja, aber meine Ex, die hat das nicht verstanden. Okay, Alter. Jetzt kurz mal. Oma Wetterwachs, du hast bei mir die gleiche Farbe im Chat wie Black War. Und ich habe jetzt gerade gelesen, ja, bei meinem Ex, der hat das auch nicht verstanden. Ich dachte gerade, Black War, was? Was? Also jeder wie er will, war. Um Gottes Willen, wer bringt das in die Gerichte? Aber ich war kurz irritiert. Grüß dich erstmal, Oma. Hi. So, okay, gut, wir gehen. Bereit? Ich hab Rob, wie immer. Rob Halford oder wen? Rot. Ach Gott. Rob? Wie kann ich jetzt da Rob gelesen? Ah, ich werd alt. Ich bin so, was? So. Wo ist AJ? Wo ist AJ hin? AJ ist weggeglitscht. Ja, sieht alles nicht mehr plötzlich so lebensbejahend hier aus. Geh zur Beerdigung. Und? Können wir uns bewegen? Achso. Ich musste mal wieder an das Fenster rein skippen. So, okay. Shift gedrückt halten und zu rennen. So, ach man, guck dir das doch nicht an, Mausezähnchen. Komm, geh mal weiter. Das war ich. Komm schon. Na los, komm. Singt, glaube ich. Sonst noch was? So, wir können halt auch wieder ein paar Sachen finden tatsächlich, aber ich glaube, ich werde nicht alles finden. Ich werde definitiv nicht alles finden, um jetzt unser Zimmer schön auszuschmücken mit Zeichnungen oder so. Da liegt doch tatsächlich in diesem Game nicht mein Fokus drauf. Brody. Oh, Rosi, Schnusepesel. Ich muss ran. Ah, wie sie alle kicken. Sie sind hier. Na und? Sie kannten Brody, oder? Ja, aber Marlon... Lass sie einfach in Ruhe. Scheiße. Clem? Was? Wirklich immer, warum danke. Haben Leute Begräbnisse? Ten meinte, früher gab es mehr. Um sich zu erinnern, ein letztes Mal lieber zu sagen. Aber ich verstehe es nicht. Um sich zu verabschieden, wenn man jemanden verloren hat. Aber ja. Die sind doch tot. Du kannst sie ein letztes Mal sehen, bevor sie für immer fort sind.
Es ist irgendwie, als würden sie nur so tun. So tun, als hätte Marlin nicht all das getan, was er getan hat. Da müssen wir jetzt durch. Kriegen alle eine Beerdigung? Menschen schon. Und einige Tiere. Monster auch? Nein. Marlon war kein Monster, das ist für Brody, nicht für Marlon. Sie ist als Brodys Begräbnis, nicht Marlins. Ja. Aber die reden über beide. Ten. Ja, ist schwierig. Wie willst du das jetzt dem Kind beibringen? Irgendwie. Tatsächlich hatte er. Also, Brody, er hat eine Entscheidung getroffen, die sollte kein Kind treffen müssen. Ohne Frage. Ich hab dir einen gemalt. Aber er hat jetzt, finde ich, tatsächlich aus meiner Perspektive jetzt nicht das Falsche gemacht. Also klar, er hätte ihn töten dürfen, ne? Aber das ist jetzt. Er hat jetzt keinen Unschuldigen getötet. Nicht für Marlon. Was er den Zwillingen und Brody angetan hat. Genau. Du mochtest Brody nicht mal. Du warst immer fies zu ihr. Ich kann nicht. Jemand anderes soll es tun. Cool. Alter, lass was es. Was sind die für eine Beefy hier? Er war dein bester Freund. Was ist hier los? Er war nicht perfekt, aber er hat es nicht verdient, von diesem Kind erschossen zu werden. AJ hat ihn erschossen, als wäre es nichts. Nicht in diesem Ton, Mitch. Wir haben es alle gesehen. Niemand hat ihn aufgehalten. Ich mag deinen Ton nicht, Mitch. Ja? Ich mag nicht, dass dein Kind meinen Freund ermordet hat. Ich glaube, mit Mitch, mit dem wäre ich nicht cool. Ich war Ich muss auch mal so eine Feindschaft muss ich auch pflegen. Der hat's mir gesagt. Kacke, ich kann mir das nicht anhören. Das ist... Scheiße. Das hast du ihm gesagt? Dass das in Ordnung war? Es geht nicht. Halt, wir sollten darüber reden. Das ist Warum Mist, aber... Er hat unseren Freund ermordet. Ja, aber nicht erwachsen. Ihr müsst alle mal erwachsen werden. Leute sterben, immer und überall. Und der Rest, der macht weiter. Loslassen? Und euch einfach damit davonkommen lassen, was ich getan habe? Ich glaube, ihr gerade alle so ein bisschen hier irgendwie diplomatisch. Seht ihr? Wie können wir diesen Arschlöchern trauen? Was meinst du? Ich meine, dass sie gehen müssen. Okay, wir müssen cool jetzt erstmal wieder vom Eis kriegen hier. Mehrheitsentscheid. Sie bleiben oder gehen. Heute. Klingt fair. Bitte tut das nicht. Ihr könnt uns nicht rauswerfen. Eine Abstimmung klingt fair. Wir haben euch hergebracht. Also können wir euch auch loswerden. Das ist krank. Nach allem, was Marlon... Das wiegt es nicht auf. Mit einer Abstimmung legen wir das bei, sonst streiten wir uns weiter. Schön. Dann halt eine Scheißabstimmung. Also, kannst du mir wirklich mit einer Menge Leute jetzt gerade verschissen für so eine Abstimmung? Louis muss auch abstimmen. Könntest du ihn holen? Und versuch mit ihm zu reden. Also, Asim kriegen wir noch vielleicht auf unsere Seite. Irgendwie... Ken? Oh nee, scheiße. Rosi ist uns jetzt total bockig. Könntet ihr im Schlafsaal warten? Ich hole euch dann. Also wie ist auf unserer Seite definitiv. Bitte werft uns nicht raus. Los, gehen wir. Aber ich glaube, wir müssen unsere Sachen packen. Wir haben völlig umsonst jetzt hübsche Bilder und einen Feuerwehrmann in unser Zimmer positioniert. Ich glaube, wir sind am Arsch.